Jan, herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg, Schwaben-Derby. Ich muss sagen, fantastisches Spiel, die ersten 3 Punkte eingefahren. Was sagst du, wie wichtig war es, das endlich mal einen Sieg einzufahren? Ja, vielen Dank. Ja, natürlich war das sehr, sehr wichtig, weil haben wir schon in der Kabine gefehlt. Das haben wir erste 2 Spiele gut gespielt, aber keine Punkte gehabt. Und jetzt ist für unseren Kopf ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir die ersten 3 Punkte, Tabellenplatz 12. Das nächste Auswärtsspiel gegen Nürnberg. Was sagst du, jetzt endlich ist Glück da, die Tore gefallen. Wie geht's da weiter? Ja, ich glaube, wir sind gut drauf, alles ist möglich und wir wollen natürlich in Nürnberg nächste 3 Punkte holen. Und was siehst du noch an Verbesserungsbedarf? Weil heute hat es teilweise schon wirklich sehr gut ausgesehen. Chancenverwertung vielleicht noch ein bisschen ausbessern? Ja, natürlich. Ich habe da diese Chance um 3-0 habe ich nie getroffen. Da wäre schon vorbei, wenn ich treffe. Natürlich, wir arbeiten daran, auf unsere Chancenverwertung und haben wir wieder eine Woche, sich zu verbessern. Es war ein Herz- und Leidenschaftsspiel. Ist das das, was den FCA ausmacht und was ein bisschen nur das Glück gefehlt hat, die letzten 2 Spiele? Ja, absolut. Also Leidenschaft, ich glaube, das hat man die letzten 2 oder 3 Jahre immer wieder gehört und das zeichnet uns aus. Aber ich finde auch, dass wir spielerisch in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt haben, tolle Ballstaffetten gezeigt haben, klar dominant waren und super Chancen erarbeitet haben. Und in der ersten Halbzeit hat Stuttgart, glaube ich, eine Torchance und den Elfmeter. Also da waren wir schon recht dominant. Auch in der zweiten Halbzeit müssen wir das natürlich noch besser ausspielen, das wissen wir, aber jeder hat sich wieder reingehauen und ja, mehr als 100% gegeben. Das Spiel auch von Ihnen war was Besonderes natürlich gegen den alten Verein und haben Sie es denen jetzt richtig gezeigt? Auf jeden Fall war es ein besonderes Spiel für mich gegen den Verein, wo ich 4 Jahre lang gespielt habe jetzt. Aber ich denke, die ganze Mannschaft hat das eigentlich ordentlich gemacht. Wir haben erste Halbzeit sehr dominiert gespielt, sind verdient 2-0 in Führung gegangen und am Schluss haben wir ein bisschen gezittert, aber das gehört dazu. Trotzdem, Herz und Leidenschaft, wo geht der Weg des FCA so hin? Ja, das wird man sehen. Wir haben jetzt unser nächstes Ziel, ist jetzt ganz klar, dass wir in der Woche gut arbeiten und uns auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und dann ist unser Ziel der erste Auswärtssieg nächste Woche in Nürnberg. Man hat das Gefühl, die Ergebnisse waren ein bisschen unter Wert, wenn man das Spiel heute gesehen hat, bisher, die letzten 2 Spiele. Ja, uns hat einfach der letzte Biss gefehlt, das Tor zu machen. Und heute ist Halle zum Beispiel sehr gut rangegangen. Das haben wir in der Woche sehr viel trainiert und es freut uns natürlich, dass wir uns das gleich so gut umgesetzt haben. So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem letzten Spiel des 3. Spieltages am Sonntagabend. Ich begrüße alle anwesenden Medienvertreter, unsere Verantwortlichen des VfB Stuttgart, unsere Fans, die draußen im Stadion und im LEW Business Club jetzt zugeschaltet sind und hier vorne die beiden Trainer, Bruno Labbadia zu meiner Rechten und unser Trainer Markus Weinzierl. Herr Labbadia, das erste Wort gilt immer wieder dem Gästetrainer, deswegen würde ich Sie um Ihre Analyse vom Spiel bitten. Erstmal Glückwunsch an Augsburg für den Sieg. Ich denke, dass wir die erste Halbzeit komplett verschlafen haben. Wir haben die Zweikämpfe, die man führen muss in Augsburg, die haben wir heute nicht gesucht, nicht gefunden. Dementsprechend sind wir in der ersten Halbzeit aufgetreten. Zweite Halbzeit, nachdem ich natürlich das klar angesprochen habe in der Halbzeit, denke, haben wir eine veränderte Mannschaft wieder gesehen. Wir haben dann viel probiert und dann sind natürlich ein paar Sachen noch ins Spiel mit reingekommen, die uns natürlich heute dann das Genick gebrochen haben. Wir haben uns im Grunde selbst verschuldet, indem wir die erste Halbzeit so schlecht begonnen haben. Und wie gesagt, mit ein bisschen Glück machen wir sogar in Unterzahl das 2-2. Aber ich denke, der Schlüssel war heute bei uns in der ersten Halbzeit gelegen. Dankeschön, Herr Labbadia. Markus, wie fällt dein Fazit aus? Ja, wir sind natürlich glücklich, es ist klar. Glückwunsch auch an meine Jungs. Dass wir das Spiel heute gewonnen haben, ist natürlich eine riesige Erleichterung. Ich denke, der Sieg geht auch irgendwo in Ordnung, weil wir in der ersten Halbzeit 2-0 geführt haben, wirklich auch gute Aktionen gehabt haben, im richtigen Moment die Tore erzielt haben und diese Führung war verdient. Der 2-1 Anschlusstreffer durch den Elfmeter bringt uns natürlich wieder ein bisschen in Gefahr. Psychologisch war es für den Gegner dann so, dass er mit Rückenwind in die zweite Hälfte gegangen ist und man weiß nie,
was dann noch passiert. Eine Aktion reicht und man hat eine 2-0-Führung dann aus der Hand gegeben. Und diese Gefahr bestand natürlich. Ich denke, dass wir natürlich für unsere Nerven es viel einfacher machen hätten können, auch im Konter dann das dritte Tor zu erzielen. Dann wäre es erledigt gewesen. Aber da brauchen wir oder da fehlt uns einfach die Genauigkeit, um diese Überzahlsituationen dann auch konsequent und gut dann zu Ende zu spielen. Daran werden wir arbeiten und zum Schluss natürlich, egal ob du dann Gleichzahl oder Unterzahl bist, bei den Standardsituationen war es nochmal gefährlich und der Gegner hätte da durchaus auch den Ausgleich erzielen können. Aber wir haben es mit Glück und mit einem gewissen Glück und natürlich auch mit Geschick verteidigt und ja, dürfen so weitermachen. Wir fahren jetzt nach Nürnberg mit Selbstvertrauen, mit Rückenwind und freuen uns, dass wir am dritten Spieltag auf Platz 12 stehen. Danke.